Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich aufzuhalten. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Immer mehr, die sich wegschleichen. Wo ist der Mann? Das weißt du nicht. Er hat Lebensmittelkarten gefälscht. Die ganze Truppe? Was ist das? Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. Genau. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Los, Lisa! Feuer frei!
Scheint Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen hier bereiten. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joe, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde Licht. So, das war's. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Hab sie! Gut, bring sie rüber.
Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte! Sporen! Zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt.
wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn ich nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Hier lang. Sicher den Eingang. Geht klar. Verdammt, das Brett ist weg. Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Zu Befehl, Boss. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Mach zu. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Fick doch nicht gleich so rum, deswegen. Anfassen heißt kaufen.
Tess, ist lange her. Hey, du musst blocken! Ja, wo willst du denn? Verdammt nochmal! Na los! Ihr gehört zusammen. Mach ihn alle! Mach schon! Mann, hau ihn mal rein! Du, na los! Was ist das? Alter Bekannter, frag mich. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Du bist tot, Arschloch! Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist, hier geht's nicht durch. Hey, hilf mir hoch. Okay, gut. Gib mir die Hand. Bitte. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Ja, weißt du, dass ich sie sehe. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Cowboy. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Ach, lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert.
Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Ja, mein Cousin ist bei denen. Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, er kann die Welt retten. Ich hoffe, er lebt. Oh, gar nicht schlecht. Schauen wir uns um. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Ich gehe hier lang. Ihr Jungs, sucht da drüben. Ich werde hier suchen. Ihr Jungs, seht da drüben nach. Okay, hör zu, Mann. Mach jetzt bloß keinen Scheiß. Was war das? Fantastisch. Immer mit der... Hey, hast du was gefunden, Mann? Schön, dass du dabei bist. Hey, kannst du mich hören? Mistkerl! Joe! Verdammt, ich hasse dich. Get off!
bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Packen wir's. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden, keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacher-Jobs. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Du bist verrückt. Herauszugehen wäre Selbstmord. Ich hätte mein Glück lieber hier. Hey Mann, wir können das doch regeln, okay?
Oh, hey, Kumpel! Mach jetzt keinen Scheiß! Sehr schön. Dieser Typ macht echt mit allen hier Geschäfte. Oh Gott, verdammt! Ausschwärmen! Was zum Teufel? Jetzt habe ich dich! Du bist der Ende. War das? Du verdammt! Hier drüben! Oh, verdammt! Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir.
Zeug zurück, verdammt! Ich wollte nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Ja, haut ab! Robert! Joel, hier lang! Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Ah, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Bitte durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt.
deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Joel, hilf mir doch mal. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Moment. Geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Ich nehme den hier. Gerechtigkeit wartet nicht, Soldat. Tschüss. Was?
Los, geh rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Joel, hilf mir mal eben. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier! Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet es schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Hier runter. Los, mach ihn. Ja. Achtung! Die Unterstützung des Superkriminellen wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie Verdächtige an, die Sie sofort an. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ah.
schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut.